5.34 Uhr, guten Morgen an diesem Dienstag. 2 Kilogramm pro Kopf sind bei uns in der Steiermark erlaubt und 2 Kilo, das ist eigentlich eh schon ziemlich viel. Das ist sehr viel, 2 Kilo. Deshalb ist es ja auch umso unglaublicher, was übereifige Schwammerlsucher am Wochenende in Kärnten gesammelt haben. 158 Kilogramm. Wahnsinn, 158 Kilo, da schrillen die Sirenen. Das ist zu viel, da braucht es einen, der für Recht und Ordnung sorgt. Meine Herren, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich bin von der Schwammerlpolizei. Das ist ernst gemeint. Wo sind die Schwammerl? Ja, die werden wir jetzt gleich suchen bei euch. Ihr habt euch verdächtig verhalten da hier. Mit dem Auto darf ich das einmal kontrollieren? Gern, bitteschön. Auch meinen Kofferraum bitte auch noch auf. Schwammerl in Form von Boxen haben wir, ja. Wie nennt man diese Schwammerl? Subwoofer. Wie viel Kilo haben die? Die dürfen haben, ja, 6 Kilo. Das ist ein Schwammerldelikt, Sie wissen das. Schwammerldelikt. Was machen wir jetzt? Sag mal, du hast nichts geschenkt, ich hab nichts dabei. Einen Moment einmal, die Herren. Ich bin von der Schwammerlpolizei und muss ihr Auto kontrollieren. Oh, Jesus, ne? Also, außer mit euch, wie viel Schwammerl haben Sie in Ihrem Auto mit? Eins. Im Beifahrer. Ja. Wird aber nicht das Einzige sein, deswegen bitte ich, machen wir mal den Kofferraum auf. So, die Decken da weg bitte hinten. DVD-Schmuggler, aber Schwammerl sicher keine. Passt, danke. Ich bin von der Schwammerlpolizei, kann ich bei Ihnen schnell eine Kontrolle durchführen? Was ist Schwammerlpolizei? Fahren Sie rechts an und stellen Sie einmal den Motor ab. Ja gut, Sie werden es nicht so offen liegen haben, nehme ich an. Als intelligenter Schwammerlschmuggler. Sehr gut versteckt, ja. Bitte, nichts, nur CDs. Sie sind CD-Schmuggler. Ja, ja, in eigener Sache. Super. Schwammerl sollte der Ganze kontrollieren und ja, ein CD-Schmuggler hat er aufgedeckt. Aber wenn was Gescheites drauf ist, ist eh okay, oder? Ja, Neck zum Beispiel. Die Antenne am Nachmittag. Aber wir sagen der Hitze den Kampf an mit coolen Nummern in dieser Stunde, wie zum Beispiel Must He, R.E.M. oder jetzt gleich In Greed. Und wir machen eine Schwammerl-Inspektion der ganz besonderen Art. Grüß Gott, ich bin von der Schwammerlpolizei. Aha, also gehen wir's an, hinein in den Nachmittag. Martin Moser hier, grüß Gott. Sommer. Hier ist die Antenne Steiermark am Dienstagnachmittag. Grüß Gott. Hinter jeder Hecke kann ein Schwammerlklauber stecken. Sie lauern überall derzeit, die Jäger und Sammler von Eier, Schwammerl und Co. Und oft sind die Augen größer als der Appetit. So zum Beispiel unlängst ein Kärntner 168 Kilo Eierschwammerl in seinem Kofferraum versteckt. Na, so geht's ja dann auch nicht. Und deshalb haben wir unseren Inspektor Gonzo rausgeschickt zur Schwammerlkontrolle. Grüß Gott, ich bin von der Schwammerlpolizei. Aha. Sie schauen mir relativ verdächtig aus. Aha, ja. Ich habe ganz einen Haufen, habe ich. Könnten Sie mit dir mal aussteigen? Ich komme vom Fischmarkt gerade. Das ist eine gute Tarnung. Nein, ich hab nichts. Steigen Sie mal kurz aus und lassen Sie mich in den Kofferraum schauen. Nein, wieso soll ich reinschauen lassen? Ich bin eine amtshandelnde Person. Gehen Sie, sagen Sie mir einen Ausweis. Moment, so bitte. Das ist ein ganz normaler Presseausweis. Ja, aber wir von der Antenne helfen den Behörden, weil wir genauso gelb sind wie die Eierschwammerl. Ja, können Sie reinschauen und tun. Ja, bitte, steigen Sie einmal aus und machen Sie auf. Da, schauen Sie, wie viele Schwammerl das ich habe. Machen Sie einmal ein Licht. Da, aber so viele Schwammerl, aber so viel. Vielleicht haben Sie einen doppelten Boden. Ja, habe ich einen doppelten Boden. Bitte, da, schauen Sie rein. Ich war nicht Schwammerl suchen, aber ich gehe die Woche oder nächste Woche fahre ich wieder. Klopfen wir mal das Auto auf der Seite ab. Ja, können Sie anklopfen, wie es will. Alles Hull. Da ist der Motor und da ist auch Hull. Hören Sie das? Und da haben sie einmal die Schwammerl drin, oder was? Da habe ich nichts drin. Die letzte Möglichkeit, die Schuhe ausziehen, ja? Die Schuhe, ja, da habe ich auch einen Pilz, einen Fußpilz drin. 10 Spreizen jetzt noch bitte? Ja, so, da. Aber so viel. Wenn ich länger durchkriege, die Gicht. Wie viel schätzen Sie, haben Sie am Fuß mit? Einen halben Kilo. Halber Kilo ist in Ordnung. Passt. Dann danke ich. Bitte sehr. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiederschauen, ja. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schwammerlklauben, aber lass uns den anderen auch noch was übrig. Schönen Nachmittag mit Ari.